zusammen. Wir feiern hier meinen Polterabend in Aarau. Wir dürfen hier Limousine fahren mit dem Pedde. Viel Spass bei der Sendung Videogang! Die Videogang Sport Edition wird dir präsentiert von Recovery, das Geheimnis von Siegen. Schon 19 Jahre lang gibt es die Videogang. Genauso lang, wie es mir auch schon gibt. Was sich aber in diesen Jahren nie geändert hat, dass junge Leute wie ich die Chance bekommen, zum Fernsehen zu machen. Nach 19 Jahren lang ist es aber Zeit, für etwas Neues anzupacken. Nach langer Vorbereitung produzieren wir exklusiv für SSF die brandneue Sendung Videogang Sport Edition. Dabei stellen wir dir jeweils einen Nachwuchs und einen Profi von einer Sportart vor. Dabei schauen wir uns nicht nur altbekannte Sportarten an, sondern stellen dir auch weniger bekannte, dafür vielleicht auch umso interessantere sportliche Vergnügen vor. Für die Pilotfolge sind wir im Wintersportparadies St. Moritz gereist. Wir haben dort den Nachwuchs-Skeleton Basil Sieber und den Profi Gregor Stähli begleitet. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer ersten Folge. Seid nicht ab! Er kommt aus Samedan, Graubünden. In der Oberstufe hat Skeleton Schweiz einen Vortrag gehalten, weil sie Nachwuchs für die Jugendolympischen Spiele in Innsbruck 2012 gesucht haben. Nach mehreren Schnupperfahrten hat es nicht gepackt und in der Zwischenzeit ist er im 2014 Vize-Junioren-Schweizermeister geworden und bei den Schweizermeisterschaften Vierte. Und dieses Jahr hat er sich für das Europa-Cup-Rennen qualifiziert. Name? Basil Sieber. Alter? 19. Zivilstand. Lady. Erlernter Beruf. Forstwart. Aktueller Beruf. Profisportler. Zukünftiger Beruf. Über den Sommer Bademeister oder Forstwart. Skeleton hat eine spezielle Anziehungskraft, die Junge wie der Basil Sieber sehr begeistert. Die Geschwindigkeit und Drücke in den Kurven, oder? Dass man wirklich Kopf voran, wenige Zentimeter über dem Eis. Mit 134-35 das Loch abfahrt, ist halt schon wirklich grosse Faszination. Ja. 135 km/h. Wenn man das so hört, dann klingt das am Anfang sehr abschreckend. Und das ist auch am Basil Sieber nicht anders gegangen. Ja, das erste Mal, wenn du abfährst, ist halt schon klar, dass du ein bisschen Herzklopfen hast. Aber nach und nach hat er sich daran gewöhnt, bis es so weit war, dass er einen Wettkampf fahren konnte. Doch wie bei jedem Sport gehört auch gute Vorbereitung dazu. Ja, es ist ja klar, dass man unter der Woche Trainingsläufe macht, oder? Dass man die Bahn immer noch kennenlernt, Kufenmaterial testen, Schlittenmaterial testen, wirklich das möglichst schnellste Material rausholt, oder? Dann klar Kraftraum und Sprinttraining, dass man auch am Start bereit ist. Dann halt viel auch im Kopf, dass man sich aufs Rennen bereit macht, wirklich einstellt, dass es ein Rennen ist und kein Training mehr. Für das man bei den Vordersten mitmischen kann, ist es wichtig, ein gutes Fahrgefühl zu haben. Und vor allem auch zu wissen, wo man in der Bahn ist, dass man eine schöne Fahrlinie erzielen kann. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch das Material. Ohne einen guten Schlitten mit guten Kufen hast du einfach einen grossen Nachteil anderen gegenüber. Natürlich halt den Start darf man nicht vergessen. Man sagt, einmal den Startrückstand kannst du mal 3 rechnen. Das hast du Rückstand im Ziel. Bevor die Schweizer Meisterschaften in St. Moritz starten, gibt es am Tag vorher noch Instruktionen. Dabei geht es vor allem darum, den Ablauf des ganzen Wettkampfs zu besprechen und die Startnummern zu verteilen. Je nachdem, ob es schneit und du somit vielleicht Gegenwind hast oder die Bahn schon abgefahren ist, kann nämlich der eine oder andere einen Vorteil haben. So ist der Basil Sieber gut vorbereitet an den Schweizer Meisterschaften 2015 gestartet. Jeder hat 2 Läufe.
Grundsätzlich bin ich zufrieden. Ja, im ersten Lauf war es blöd, dass es da noch geschneit hat. Es war noch ein Schnee in der Bahn. Dann ist halt immer entweder hat man Glück oder Pech. Entweder fahren wir die Spur von den anderen, dann ist man schneller. Oder im Schnee dann ist man etwas langsamer. Aber im zweiten Lauf bin ich sehr zufrieden. Ja. Sein Stolz ist auch berechtigt, denn im Endresultat ist er mit einer Totalzeit von 2 Minuten und 22 Sekunden und einem Rückstand auf den nächsten von nur 36 Hundertstel der drittbeste der Junioren in der Schweiz geworden. Die Schweizer Meisterschaft ist für ihn aber noch lange nicht die Endstation. Ja, jetzt sicher mal über den Sommer, kurzfristig mal sicher am Start noch ein Stück schneller werden. Und dann will ich auch nächstes Jahr will ich im ICC fahren, Intercontinental Cup. Und immer vorne mitmischen, also schweizweit sicher und im Intercont immer so Top 15 reinfahren. So hört man in nächster Zeit hoffentlich noch mehr von ihm und seinen Erfolg. Doch neben seiner Sportkarriere hat er auch noch Hobbys und Aktivitäten wie du und ich. Die schönste Kritik, die ich je erhalten habe. Du fährst wie ein Herrgott. In 10 Jahren bin ich... Ich hoffe, einmal Weltmeister gewesen. Das sagen meine Freunde über mich. Offen und immer hilfsbereit. Das treibt mich an. Leidenschaft. Geschwindigkeit. Das ist meine Musik. Ja, offen für alles. Zeitung auf E-Paper oder klassisch auf Papier. E-Paper. Winter- oder Sommerferien? Sommerferien. Theoretiker oder Praktiker? Praktiker. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich... Einmal richtig ein halbes Jahr in die Ferien gehen. Interviews geben ist für mich... etwas Neues. Videogang Sport Edition ist dir präsentiert worden von Recovery, das Geheimnis von Siegen. Informationen über Top Edition, Gold Edition oder Sport Edition findest du im Allgemeinen auf unserer Facebook-Page. Erfahre immer die neuesten Sendungstermine. Verfolge mit, wie die neuesten Sendungen entstehen oder nimm am Wettbewerb teil. Jetzt liken und immer auf dem neuesten Stand bleiben auf www.facebook.com/videogangfan. Und falls du mal den Kontakt zu unserer Redaktion suchst, dann findest du uns ganz einfach auf www.facebook.com/vg.redaktion. Solltest du mal irgendeine Sendung verpasst haben, dann findest du sie sicher auf unserer Webseite im Archiv. Dazu gehst du einfach auf www.videogang.ch. Ciao zusammen, ich bin der Farnast und ich schaue Videogang. Die Videogang Sport Edition wird dir präsentiert von Recovery, das Geheimnis von Sieger. Zwei Olympia-Bronzemedaillen, dreimal Weltmeister, 10 Podestplätze an Weltmeisterschaften und 11-mal Schweizer Meister. Der erfolgreichste Schweizer Skeletonfahrer und das jahrelange Gesicht vom Skeletonsport in der Schweiz, der Gregor Stähli, ist zurück. Name? Gregor. Alter? 47. Zivilstand? Geschieden. Kinder?
1. Alter der Kinder? 14 im Mai. Hobbys? Skeletonfahrer. Erlernter Beruf? Betriebsökonom. Aktueller Beruf? Betriebsökonom. Zukünftiger Beruf? Betriebsökonom. Skeletonfahren fasziniert mich vor allem die Präzision. Wenn du mit über 130 Stundenkilometer Eiskanal abfährst, möglichst einen schönen Lauf abzukriegen, wenn du unten im Ziel ankommst und alles hast können umsetzen, so wie du dir das vorgenommen hast. Das ist faszinierend. Die Faszination für diesen schnellen Sport hat Gregor Stähli von seinem Vater geerbt. An seine erste Fahrt im Eiskanal kann er sich noch lebhaft erinnern. Die war super, die war wirklich lässig. Ich bin angekommen im Ziel und habe nach irgendwelchen Ausdrücke gesucht, die diese Fahrt beschreiben könnten. Und dann ist ein alter Mann neben mir gestanden. Er hat mich gesehen, wenn ich da nach diesen Ausdrücken suche. Er hat mich so angeschaut und hat gesagt, geil ist das Wort, das du suchst. Aber auch noch nach mehr als 2,5 Jahrzehnten Skeletonfahren ist immer noch jeder Lauf etwas Spezielles. Das Gefühl, hier runterzufahren in so einem Eiskanal, das ist unbeschreiblich. Das ist irrsinnig schön, mit so einer Geschwindigkeit durchzufahren. Dass Gregor Stähli im Jahr 2015 immer noch an den Schweizer Meisterschaften überhaupt startet, hätte vor 20 Jahren niemand mitgedacht. Nach seinem ersten Weltmeistertitel im Jahr 1994 hat er nämlich seine Sportlerkarriere an den Nagel gehängt, um Betriebswirtschaft zu studieren. Aber schon um die Jahrtausendwende war er wieder zurück und an Welt- und Europameisterschaften sowie an Olympischen Winterspielen immer wieder auf dem Podest gelandet. Nach einer Oberschenkelverletzung ist Gregor Stähli im Jahr 2010 zum zweiten Mal zurückgetreten. Jetzt ist er aber wieder zurück, am Start der Skeleton-Schweizer Meisterschaften in St. Moritz. Obwohl er hin und wieder Skeleton gefahren ist, hat ihm gleich etwas gefehlt in seinem Leben. Das ist auch etwas, was man ab und zu vermisst, das Racen im Wettkampf. Und es ist immer eine Ehre, auch gegen all die alten Kollegen zu fahren, weil es hat auch ein paar andere ehemalige da gehabt. Spitzenfahrer und auch gegen die Jungen. Es ist natürlich super lässig, mit ihnen nochmal den Kampf aufzunehmen und mit ihnen nochmal in diesem Eiskanal zu fighten. Und ich denke, das ist auch für sie natürlich eine Motivation, gegen die älteren Arrivierten anzutreten. Nachwuchs ist ein grosses Thema im Skeleton. Nach dem Rücktritt von Gregor Stähli ist der Skeleton mehr und mehr von den Bildschirmen und Titelseiten verschwunden und in den Hintergrund gerückt. Aus diesem Grund hat es auch immer mehr an Nachwuchs gemangelt. Die Jungen zu fördern und zu unterstützen, ist darum auch ein Ziel des ehemaligen Aushängeschild des Skeletonsport. Ich schaue ihnen zu, wenn sie fahren, was sie machen und gebe ihnen dann natürlich immer gerne mal Feedback, was sie allenfalls verbessern könnten. Sechs vom Fahren her, sechs vom Start her oder sechs auch materialtechnisch. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Message für die Jungen. Wirklich dranbleiben, super trainieren, am Start Fortschritt machen. Nächstes Jahr müssen sie mich überholen am Start, das ist wichtig. Solche Inputs kann ich ihnen geben und da hören sie und das setzen sie wunderbar um. Und ich glaube, da hat es einige darunter im Moment, die grosses Potenzial haben und die den Schritt werden machen, dann irgendwo in die höchste Rennserie. Damit alles parat ist und stimmt für die Schweizer Meisterschaft, steht Gregor Stähli in die Werkstatt. Aus der Kufe vom Skeleton müssen alle feinen Kräze rausgeschliffen und die Oberfläche auf Hochglanz poliert werden, damit man die nötige Geschwindigkeit aufs Eis bringt. Vor einem Wettkampf muss man sich natürlich körperlich gut vorbereiten, sich aufwärmen, einlaufen und lockern, damit man einen guten Start anlegen kann. Der Rest ist dann eher Kopfsache. Man fängt etwa eine Stunde vor dem Wettkampf an, in den sogenannten berühmten Tunnel hineinzugehen. Man fängt sich an zu konzentrieren, man fängt an zu visualisieren, die Strecke zumindest Schlüsselstellen x-mal runterfahren, immer wieder durchgehen, damit man nachher am Startbalken in dem Moment, was darauf ankommt, bereit ist. Bis zuletzt wird an den Schlitten geschraubt und die finalen Anpassungen an das Verhältnis gemacht. Nachher gehört der Skeletonpark der Jury. Damit alles rechtens zu und her geht und niemand gewachsene Kufen hat, werden sie mit Verdünner abgewischt. Auch die Temperatur der Kufen wird kontrolliert. Sind sie zu warm, schmilzt nämlich das Eis darunter und der Pilot wäre schneller unterwegs. Dann geht es zum Start. Spannung bei Fahrer und Zuschauer ist gross. Ich
Schnell sind sie im Eiskanal alle unterwegs. Aber irgendetwas macht schlussendlich gleich den Unterschied von ein paar bis zu 30, 40 Hundertstel schneller oder langsamer zu sein. Was braucht es dann für einen perfekten Lauf? Man muss wirklich die 19 Kurven jetzt hier in St. Moritz oder auf einer anderen Bobbahn wie am Strich alles schön runterfahren, ohne Fehler. Das ist ganz wichtig. Da muss die Position stimmen auf dem Schlitten, weil wir sind ja die Aerodynamik, der Körper selber bildet die Aerodynamik. Das Material muss natürlich stimmen. Das ist ganz wichtig, dass man einen Schlitten hat, der auf einen passt. Und schlussendlich muss es halt im Kopf zusammenpassen, dass man das alles auf den Punkt bringt, wo man sich vornimmt. Dann ist es der perfekte Rahmen. Perfekt gelaufen ist es auch für den Gregor Stähli. Dass er eigentlich 5 Jahre lang nicht mehr dabei war, merkt man ihm nicht an. Und auch der 2. Platz an der Schweizer Meisterschaften 2014-15 ist klar verdient. Gregor Stähli weiss nicht, wo der Silbermedaillenplatz ist. Er stand sonst immer zu oberst. Ich bin sehr zufrieden heute mit dieser Schweizer Meisterschaft. Ich bin jetzt eine Zeit lang keine Wettkämpfe mehr gefahren und habe jetzt noch mal Lust gehabt, an einer Schweizer Meisterschaft teilzunehmen und bin mit dem 2. Platz natürlich super zufrieden. Wer ist aber der Mensch hinter der Silbermedaille? Die schönste Kritik, die ich je erhalten habe. Es hat gelangen zum WM-Titel. In 10 Jahren bin ich nicht mehr Vize-Schweizer Meister. Das sagen meine Freunde über mich. Ehrgeizig, aber immer mit einem Schuss Humor. Das treibt mich an. Wettkampfgeist. Das ist meine Musik. Ganz normal, Mainstream, Kommerz, alles ein bisschen. Zeitung auf E-Paper oder klassisch auf Papier? Beides. Winter- oder Sommerferien? Beides. Theoretiker oder Praktiker? Ja, das ist eine gute Frage. Praktiker. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich morgen mal schnell an den Strand. Interviews geben ist für mich etwas Lässiges, gehört dazu, macht Spass. Das war unsere Pilotfolge der Videogang Sport Edition. In Zukunft wenden wir uns Sportlerinnen und Sportler zu, die nur beachtet werden von den Medien, wenn sie einen Weltmeistertitel oder eine Olympiamedaille mit heimbringen. Denn wir finden, dass es jeder Sportler verdient hat, beachtet zu werden. Und übrigens, weil wir schon in St. Moritz an der Bobbahn waren, haben wir uns natürlich auch mit der Bobbahn getroffen. In der nächsten Sendung werden wir euch den Bob-Nachwuchs Tim Hollinger und der Profi Beat Hefti vorstellen. Und außerdem werden wir euch verraten, wieso man als 26-jähriger Bobfahrer immer noch zum Nachwuchs gehören tut. Also schaut auch wieder dann ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald wieder bei Videogang Sport Edition. Videogang Sport Edition ist dir präsentiert worden von Recovery, das Geheimnis von Sieger. Die Videogang macht mobil. Unsere Webseite gibt es jetzt auch für unterwegs. Schau dir die neueste Sendung an und bleib immer auf dem neuesten Stand mit den aktuellen Artikeln aus verschiedenen Themenbereichen. Mach bei einem Wettbewerb mit oder zapp dich durch bei über uns. Oder hast du unterwegs gerade eine Idee und willst sie nicht vergessen? Teile sie uns mit beim Mitwirken. Vergiss nicht, uns zu liken und zu folgen auf unseren verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter. Wir wünschen viel Spass beim Reisen mit der Videogang Mobile Page.